Hallo, ich heiße Vivian, bin 18 Jahre alt und mache dieses Jahr mein Abitur. Mit 15 Jahren wurde bei mir eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt und ich sollte dann auf Empfehlung von meinem ehemaligen Kinderarzt täglich Eltirox und eine sehr geringe Menge an Jod einnehmen. Daraufhin hat sich meine Mama sehr viel mit dem Thema beschäftigt und auch anderweitig informiert. Und irgendwann mal ist sie dann auf Pietro gestoßen. Seitdem hat sich einiges in meinem Leben geändert, zum Positiven, und ich habe wirklich sehr viel Neues dazugelernt. Ich muss sagen, dass ich schon vor dem Coaching ein paar Dinge wusste und auch schon selbst umgesetzt habe, da, wie gesagt, meine Mama sich schon etwas in dem Themengebiet ausgekannt hat. Aber ich habe in dem Coaching durch Pietro noch wirklich viele weitere hilfreiche und wichtige Dinge dazugelernt. Zum Beispiel, was die Ernährung angeht. Pietro hat mir gesagt, welche Lebensmittel ich eher meiden sollte, da sie die Eigenproduktion der Schilddrüse hemmen, oder welche Lebensmittel ich vermehrt essen sollte, da sie eben die Eigenproduktion weiter anregen. Aber auch andere wichtige Dinge, wie zum Beispiel richtiger Umgang mit stressigen Situationen. Ja, ich bin noch nicht lange dabei, aber in dieser kurzen Zeit habe ich wirklich so viele hilfreiche Tipps bekommen, die ich in all den Jahren nie von einem Arzt bekommen habe. Das Coaching hat so angefangen, dass Pietro mir ein paar Gewohnheiten genannt und erklärt hat, wie zum Beispiel, was die Ernährung angeht, aber auch andere Dinge, und diese sollte ich dann in meinem Alltag einbauen. Das hat auch wirklich super funktioniert. Der zweite Schritt war dann, das Medikament abzusetzen. Und davor hatte ich wirklich etwas Angst, da ich es schon mal auf eigene Faust probiert habe und es leider nicht erfolgreich war. Das lag aber daran, dass ich all die Gewohnheiten, die ich gemeinsam mit Pietro aufgebaut habe, davor nicht kannte und nicht so konsequent umgesetzt habe. Ja, und das Absetzen mit Pietro hat wirklich super funktioniert. Ich habe gar keinen Unterschied gemerkt zu vorher. Ich muss vielleicht davor noch sagen, dass ich nie sehr starke Nebenwirkungen durch das Medikament hatte. Ich hatte sehr starken Haarausfall, was ich leider immer noch habe. Ich war immer sehr schnell gestresst und gereizt, müde, schlapp und konnte mich nicht gut konzentrieren. Aber abgesehen von diesen kleineren Nebenwirkungen hatte ich keine anderen Beschwerden. Und ja, nach dem Absetzen hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert. In der ersten Woche habe ich noch nichts gemerkt. In der zweiten Woche wurde ich dann noch etwas schlapper und müder. Allerdings war das wirklich auch nur in der zweiten Woche, und in der dritten Woche ging es mir dann wirklich wieder super. Ich habe das Medikament am 21. Mai abgesetzt und mittlerweile sind fast 2 Monate vergangen und mir geht es wirklich richtig, richtig gut. Ja, und ich bin sehr zufrieden mit der Betreuung. Pietro ist wirklich jederzeit erreichbar und man kann ihm jede Frage stellen und er hat immer eine Antwort parat. Und man kann wirklich immer auf ihn zählen. Man merkt auch, dass er sich sehr mit dem Thema auskennt und mit Leidenschaft dabei ist, da man sich wirklich sehr gut aufgehoben fühlt. Und ja, ich freue mich auf die weitere Zeit und hoffe, dass wir meine Schilddrüsenunterfunktion vollständig heilen. Aber ich bin sehr guter Dinge und danke, dass ich dabei sein darf.